Hallo und herzlich willkommen bei der Stiftung für aktives Kommunalwesen und in unserer Videoreihe Engagement organisieren. Ihr engagiert euch für einen guten Zweck oder ihr wollt damit loslegen, zum Beispiel die Karnevalssession vor Ort oder Naturfreizeiten für Jugendliche aus der Stadt oder Musikunterricht für Kleinkinder. Wir möchten euch behilflich sein. Dazu stellen wir euch unterschiedliche Rechtsformen vor, mit denen ihr eure Aktivitäten unter ein Dach bringen könnt und geben euch hoffentlich gute Impulse für eure Entscheidung, welche dieser Rechtsformen am besten zu euch passen würde. Schnell stößt man bei seinem individuellen Engagement an rechtliche oder organisatorische Grenzen. Aber was klein anfängt, kann ganz schnell groß und umfangreich werden. Und dazu ist man lieber gut aufgestellt. In den beiden anderen Videos dieser Reihe wird es um Stiftungen und unternehmerisch tätige Firmen gehen. Aber heute ist das Thema der Verein. Das ist in Kürze eine Gruppe von Personen, die aktiv einen gemeinsamen Zweck verfolgen. Abonniert die STARKO bei YouTube, wenn gemeinnütziges Engagement euch interessiert. Bei Fragen oder Vorschlägen schreibt uns einen Kommentar drunter. Und wenn ihr helfen wollt, Videos anschauen, teilen und ein Gefällt mir dalassen. Alle wichtigen Links gibt's in der Videobeschreibung. Habt ihr eigentlich schon unseren Willi kennengelernt? Hi Willi! Der Willi ist Karnevalist. Schon seit einigen Jahren treffen sich Willis Nachbarschaft und Freundeskreis, um Karnevalssitzungen zu feiern und halten in seiner Straße sogar einen kleinen Umzug ab. Und das gefällt noch ganz vielen anderen in der Gegend. Alles soll eine Nummer größer werden. Eine richtige Sitzung im Bürgerhaus und ein Karnevalsumzug direkt auf der Hauptstraße, vorbei am Rathaus. Das soll es nächstes Jahr geben. Damit kommen aber auch gleich die großen Fragen. Wer organisiert? Wer ist verantwortlich? Wer unterschreibt? Wer bezahlt? Und wem gehört am Ende was, wenn abgerechnet wird? Bislang war das alles einfach. Alle bringen was mit, alle packen an, alle räumen auf. Wem was gehört, ist klar und was am Ende übrig bleibt, wird gleichmäßig geteilt. Auch wenn alle nochmal einen Zehner nachlegen müssen, funktioniert das. Alle kennen einander und so viele sind es ja auch nicht. Willi und seine Bekannten haben sich, möglicherweise ohne ihr Wissen, schon zu einer Art Verein zusammengeschlossen. Denn sie treffen sich regelmäßig in einem festen Personenkreis zur Verfolgung eines bestimmten Zwecks, zum Karnevalfeiern. Pflichten, Mühen, Risiken, Kosten und Erfolge teilt die Gruppe dabei untereinander auf. So einen Zusammenschluss nennt man rechtlich BGB-Gesellschaft oder auch Gesellschaft bürgerlichen Rechts, GBR. Das habt ihr vielleicht sogar schon mal als Firmenbezeichnung irgendwo gesehen. Jede Fahrgemeinschaft, jede Tippspielrunde im Büro und jeder nicht eingetragene Verein findet sich in dieser Rechtsform wieder. Für Willis Gruppe geht es jetzt um größeren Aufwand. Mehr Verantwortung, mehr Risiken, mehr Vorschriften zu beachten. Und man braucht mehr Hilfe und die Arbeitsteilung muss planvoll organisiert sein, damit alles funktionieren kann und die Karnevalssession ein Erfolg wird. Willis Gruppe darf ihre karnevalistischen Aktivitäten natürlich beliebig lange in der bisherigen rechtlichen Form weiter betreiben. Einige Herausforderungen entstehen dabei aber ganz schnell. Wie werden Entscheidungen getroffen? Hat jemand das Sagen? Was, wenn Leute anfangen, den Karnevalisten Geld zu spenden? Und wer ist Ansprechperson, wenn andere sich an den Karnevalsverein wenden wollen? Willis Verein ist bisher nicht rechtsfähig, sondern eine Personengruppe. Alle Rechte, Pflichten und Risiken sind auf alle Mitglieder gemeinsam verteilt. Es gibt kein eigenes Vereinsvermögen. Der Verein als solcher hat keine eigenen Rechte, Pflichten oder Risiken. Ist das für euch so okay, Willi? Oder wollt ihr vielleicht lieber, dass euer Karnevalsverein rechtlich selbstständig, also rechtsfähig wird? Dann könnt ihr eigene Rechte wahrnehmen, zum Beispiel eigenes Vermögen haben oder Ansprüche gegenüber anderen geltend machen. Besonders wenn es zu Streitigkeiten kommt,
sind die Mitglieder im Einzelnen dadurch besser geschützt. Denn für den rechtlich Selbstständigen, den sogenannten eingetragenen Verein, e.V., haften die einzelnen Mitglieder nicht mit ihrem privaten Vermögen. Und umgekehrt ist dem Rest der Welt klar, dass er es nicht mit dem Willi persönlich, sondern mit dem Karnevalsverein zu tun hat. Das vermittelt Rechtssicherheit und Seriosität. Und so einen e.V. kann jeder einfach so gründen? Also grundsätzlich klar. Es gibt ein paar Voraussetzungen dafür. Um einen e.V. zu gründen, braucht es mindestens 7 Gründungsmitglieder. Die Eintragung des Vereins beim Registergericht schlägt mit derzeit 75 Euro zu Buche. Außerdem muss die Anmeldung öffentlich beglaubigt werden über einen Notar. Die Gebühr dafür liegt bei derzeit 30 Euro. Dazu können noch Kosten für die Bekanntmachung oder weitere Notarauslagen für besondere einzelne Bemühungen kommen. Die Regeln, nach denen der e.V. seine Entscheidungen trifft, wer im Verein welche Rechte und Pflichten hat, ob die Mitglieder Beiträge zahlen müssen, wie hoch die jeweils sind, wer den Verein nach außen vertritt und wo der Sitz des Vereins ist, das muss schriftlich in einer Satzung festgehalten werden. Für Vereine aller Art gibt es sogenannte Mustersatzungen im Internet zu finden. Ein paar nützliche Links dazu, wie immer, in der Videobeschreibung. Die Satzung ist eine Art Innengesetz für den Verein. Gegenüber dem Rest der Welt hat sie keine bindende Wirkung. Über die erste Vereinssatzung müssen sich die mindestens 7 Gründungsmitglieder einig sein. Um das für den Rest der Welt und für die Nachwelt zu dokumentieren, ist die Satzung von den Gründungsmitgliedern zu unterschreiben. Dabei müssen Ort und Datum angegeben sein. Zum Beispiel könnte Willis Gruppe eine Gründungsversammlung einberufen, bei der die Satzung festgelegt und anschließend von allen unterschrieben wird. Wir alle, also ihr und ich, sind natürliche Personen. Das ist Rechtssprech für Menschen. Ein eingetragener Verein ist eine juristische Person, also eine erfundene Person, ein Phantom. Das Phantom kann aber nicht handeln. Es tut ja selbst nichts. Eine natürliche Person, zum Beispiel der Willi, muss für den eingetragenen Verein nach außen handeln dürfen. In der Regel ist das ein Vereinsvorstand, der von den Mitgliedern entsprechend der Satzung bestellt, in der Regel gewählt wird. Ob das eine Person ist oder mehrere, ob alle Vorstandsmitglieder einzeln für den gesamten Verein handeln dürfen oder nur gemeinsam, ob es weitere Einschränkungen für diese Außenvertretung geben soll, sowas kann Willis Verein in der Satzung festlegen. Der Rest der Welt muss sich natürlich auch sicher darüber sein, wer berechtigt ist, für einen eingetragenen Verein verantwortlich zu handeln. Nicht zuletzt deswegen ist die Eintragung in das öffentliche Vereinsregister Pflicht. Dieses Vereinsregister wird bei den sogenannten Registergerichten geführt. Welches Registergericht für Willis Verein oder für euren zuständig ist, ist abhängig vom Sitz des Vereins. Wenn ihr rausfinden wollt, welches Registergericht für euch zuständig ist, schaut in die Videobeschreibung. Da haben wir den Link reingepackt. Also Willi, hier die Checkliste für die Gründung eures eingetragenen Vereins. Erstens, Satzung festlegen und von mindestens 7 Gründungsmitgliedern im Original mit Ort und Datum unterschreiben lassen. Zweitens, einen Originalnachweis darüber haben, wer den Verein gemäß der Satzung namentlich nach außen vertreten darf. Zum Beispiel ein Sitzungsprotokoll über die Wahl des Vorstandes. Drittens, ein Anmeldeschreiben an das Registergericht. Das kann der Verein selbst aufsetzen oder notariell gegen Gebühr aufsetzen lassen. Link zu einem Muster in der Videobeschreibung. Viertens, das nötige Geld, mindestens 105 Euro, zusammen haben, um die Gründungsformalitäten zu bezahlen. Fünftens, einen Termin beim Notar vereinbaren. Zum Notartermin. Die Eintragung in das Vereinsregister ist eine Handlung des Vereins nach außen. Also muss der Termin beim Notar von denjenigen persönlich wahrgenommen werden, die den Verein einzeln oder zusammen laut Satzung vertreten dürfen.
Wenn zum Beispiel Willi zum Vorsitzenden des neuen Karnevalsvereins gewählt wurde und er laut Satzung den Verein alleine vertreten darf, dann genügt's, wenn Willi alleine mit einem amtlichen Ausweis zum Notar geht. Ist aber geregelt, dass es außer Willi noch ein zweites Vorstandsmitglied gibt und dass die beiden den Verein nur gemeinsam nach außen vertreten dürfen, dann müssen beide mit Ausweis zum Notar. In unserem Beispiel ist Willi laut Satzung für seinen Verein allein vertretungsberechtigt, hat unsere Checkliste erfüllt und die erforderlichen Dokumente im Original beim Notar vorgelegt. Bis zur Eintragung in das Vereinsregister ist Willis e.V. jetzt IG, das heißt in Gründung. Sobald der Vereinsregistereintrag bekannt gemacht ist, fällt dieser Zusatz zum Vereinsnamen weg. Herzlichen Glückwunsch, Willi! Ihr seid jetzt ein eingetragener Karnevalsverein. Ob Willis Verein gemeinnützig, mildtätig oder kirchlich im Sinne des Steuerrechts ist und damit steuerlich begünstigt, das ergibt sich aus der Abgabenordnung. Sie ist das Gesetz über die Grundsätze des Steuerverfahrens in Deutschland und aus den Paragraphen 51 bis 68 gehen die Voraussetzungen für allgemeine Steuerbegünstigungen hervor. Da hat der Gesetzgeber eine lange Liste mit steuerlich begünstigten Aktivitäten, zum Beispiel aus den Bereichen Kultur, Sport oder Brauchtumspflege, aufgeführt. Schaut ihr doch auch mal, ob sich euer Vereinszweck darin wiederfindet. Für Steuerbegünstigungen ist die Rechtsform übrigens unwichtig. Gemeinnützig können Vereine sein, ob sie nun eingetragen sind oder nicht. Eine Gruppe von Menschen organisieren, um gemeinsam einen bestimmten Zweck zu verfolgen. Das ist Vereinsarbeit. Euren Verein rechtlich selbstständig zu machen, also einen e.V. zu gründen, das sollte dabei für euch keine große Hürde sein, finden wir. Deswegen haben wir weitere nützliche Links mit Checklisten, Mustern und Informationen wie immer in die Videobeschreibung gepackt. Und was der Willi kann, das könnt ihr auch. Hat euch unser Video gefallen? Können wir was besser machen? Lasst uns wissen und schreibt uns einen Kommentar. In dieser Videoreihe stellen wir euch noch weitere Rechtsformen vor, in denen ihr euer Engagement organisieren könnt. Bis dahin, ich bin Bernd Züll und das hier ist die Stiftung für aktives Kommunalwesen. Bleibt dabei und bleibt dran.